Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Wir nähern uns langsam unserem Ziel, diese verfluchte Hexe oder was auch immer sie ist, den Kopf abzuschlagen. Vorzugsweise. Dazu würden wir hier gerne mal rüberhüpfen wollen. Be wary. This place is trapped. Oh ja, okay. Traps. How considerate. Ja, ich hab schon verstanden. Können wir hier bitte ganz schnell einfach runtergehen? Das wäre super nice. Hallo, Entschuldigung. Ihr müsst mitkommen. Bitte. Kommt, meine Freunde. Die wollen nicht. Ich muss jetzt echt jeden Einzelnen steuern. Holy shit, Alter. Lauf doch jetzt einfach da durch. Es hilft ja nichts. Danke. Ja, lauf bitte nicht da drauf. Danke. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Hier sind irgendwelche Kerzen. Hier ist überall irgend so ein Unsinn, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Können wir hier den Rest des Weges runterhüpfen? Das wäre nice. Danke. So. Wischen uns mal ein bisschen auf und speichern. Okay. There. In the cage. Ja, in dem Cage. Die Frage ist, wie holen wir sie da runter? Trap. Be cautious. Haben wir noch irgendeine andere Möglichkeit? Wits and blades, always sharp. Haben wir noch irgendeine andere Möglichkeit? Sauber, das ist eine Aktion. Stufe 2, das ist eine Aktion. Stufe 2, Stufe 2. Göttliche Macht fokussieren. Sauber, Stufe 1, Stufe 2, 1. Das ist eine Aktion. Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1, okay. So, machen wir die Healings hier hin. Das ist auch eine Aktion, okay. Gut. Okay. Gut. Da haben wir das mal kurz ein bisschen angepasst. Ja, ich weiß, das ist wirklich sehr gut, alive zu sein. Die Frage ist nur. Kriegen wir die da irgendwie runter? Seems like a good moment to talk. You want the girl so bad. Fine. Okay. Okay. So. Schwester der sehenden Perle, Schwester der sehenden Perle.
Okay. Ja, wir helfen dir ja gleich. Ich muss nur kurz überlegen. Ich muss nur ganz kurz überlegen. Oh, nur 30%. Okay, wird dann ganz früh bewürfen auf Heimlichkeit. Ja, wir helfen dir. Muss mal kurz in meinem Beutel hier schauen. Kann ich das, wenn ich das werfe? Should get started. So, okay. Da haben wir sie schon mal so halbwegs gerettet. Trank der Geschwindigkeit. Ich würde sagen, das benutzen wir auch mal. Das Ziel ist zu weit entfernt. Hohe Verteidigung. Es ist eigentlich egal, auf wen ich hier schieße, auch, ne? Okay, es ist egal, ist klar. Breathe deep and move. Let's have a little fun. Stop it! All of you! Wir nehmen mal einen Fall des Blitzes, glaube ich. Ich mache das ja ein bisschen extra Damage. Oder der Säure. Ja, normaler Fall, aber auch 40. Na, wir probieren es mal. Okay, also sie ist die echte, oder wie darf ich das deuten? A better position. Put him up. Leave me here. Let's go. Under their noses. Let's go. Nein, wir lassen dich hier nicht zurück. Wir werden dich retten. Was ist passiert? Was hat sie gemacht? Ich schlag wirklich jetzt. Ah, sie macht Konzentration, die Person festhalten. Okay. So, gehen wir hier ran, können aber nichts machen. 50%. Nice. On the hunt. Okay, an der Hand ist gut. So, du gehst mal schön in die Raserei rein. Oh, nur 35%. Na, scheiß drauf, wir bringen's hier mit. Okay, wir haben Damage gemacht. Attacke. Attacke vor allen Dingen. Attacke. Nein, wir lassen dich nicht zurück. Okay, warte mal.
das ist die Edeltante, ne? Ja, alles klar. Hoffe ich doch. Jetzt hier keinen Fehler mache. Boah, ich bin mir unsicher. Nee, das ist die... Nee, warte mal. Nee, das ist die Tante. Hier müssen wir hin. Oh Gott, das will... Die Tante läuft so weit weg, ne? Nimm schon mal ein bisschen Heilung. Okay, versuchen wir mal, ob wir von hier einen hinterhältigen Angriff machen können. Den können wir nicht. Zu weit weg. Ah, okay, das ist bedauerlich. Jetzt geht's nice. Mich freut, dass sie die Alte befreit hat. So, ja. It's your turn. So, können wir mal jetzt hier hochjumpen? Wir müssen mal ganz kurz hier in unseren Beutel rein. Haben wir denn noch so einen Trank der Geschwindigkeit? Zufällig? Ja, Trank der Geschwindigkeit. Perfekt, den kriegst du nämlich mal. Okay, können wir gerade nicht machen. Rücksichtsloser Angriff, spalten. Zerfleischen. Zerfleischen klingt gut. Blutung, nice. Aua, aua, aua. Gib ihr, jawoll. Immer kurz speichern. Wir müssen auf jeden Fall sicher gehen, dass die gute Frau überlebt. So, Wunden verursachen klingt sehr gut. 50%. Ah, okay, schade. Hätte ja klappen können. Heilung. Okay, bleibst da stehen. Können wir einen hinterhältigen Angriff machen auf die Alte? Können wir. Weg ist unterbrochen. Ja, können wir dann irgendwo hingehen? Ja, können wir. Nice, 16. Ready or not? Ja, I'm ready. So, und du gehst mal schön hier hin. Du haust dir jetzt mal richtig schön ein auf die Nuss. Na, warte mal, wir gehen mal auf rücksichtsloser Angriff. Rücksichtsloser Angriff klingt gut. Nice, die kassiert richtig schön Damage. Rasender Hieb, nochmal drauf. Schade, Fehlschlag. So, du versuch mal irgendwie wegzulaufen. Okay, jetzt hat sie sich wieder aufgeteilt. Noch lachst du. Noch. Nicht mehr lange. So, die Hülle ist schon mal weg. Achso, unser Sturmzauber, ja. Warum hat der denn eigentlich die ganze Zeit nichts gemacht? Fehlschlag, schade. Okay, weg mit ihr. Zum Herschleichen. Fuck yes, yo. Weg mit dem Ding. Nice, das ist auch weg. So.
List der Fette, ja, ja. Ach, er ist gelähmt, okay. Nimm das. Kritischer Fehlschlag, okay. Können wir sie schubsen? Nice. Gib hier. Nice. Sehr gut. Wir gehen direkt wieder ins Verstecken über. So, du probierst das nochmal mit einem... Ne, hiermit probieren wir es. Das macht schön viel Damage. Aber wir müssen ein Stück laufen. Beziehungsweise es macht sicheren Damage. Ja, besser als nichts. Will ich jetzt in den Käfig? Ne, ich glaube nicht. Na, wir bleiben einfach mal... Ne, ich glaube, wir bleiben hier stehen. Wir nehmen einen Halt rein. Okay. So, hau hier mal ein paar. Nice, Crit. Komm, gib ihr den Rest. Nice. You busted, you ruined it. Was habe ich ruiniert? Was denn? Ich habe sie gerettet und jetzt kommt sie mir so? Wieso? Was? Tut mir leid, ich wollte euch nur helfen. Warum? Ethel was going to bring my husband back. Back from the dead. And now I'll never see him again. Because of you. Nein, 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 nein. Dank Tante Ete. Ihr werdet fast gestorben. Fett in Arbeit nicht umsonst. Was habt ihr ihr versprochen? This. Oh oh. Just a bit longer and my child would have been born. Oh, oh, and all this would have been over. Mit Fettin ist nichts hier vorbei. This was the best chance I had. For me and my baby. Auntie Ethel promised to give this child a good life. Teach them magic even. Na, ich weiß ja nicht. More than I could have done. Macht euch nicht so schlecht. Ihr könnt euer Kind großziehen. I always wanted to be a mother. I just never thought I'd do it alone. Das wird schon. Now I'll have to drag Connor's coffin all the way home. It's the only way this child will ever meet their father. I hope you're happy. Meine Güte, wir haben dich gerettet. Die Alte hätte dich doch eh nur ausgenutzt. Maybe I need more pockets. Organischen Stein hätte ich gerne mal mitgenommen. Haben wir hier Schönes? Ich muss auf jeden Fall die Tante looten. Wo ist sie? Gestorben. On my way. Hier, Tantchen Ethel. Oh, ich hoffe, die hat etwas Schönes für mich. Langschwert, Morgenstern. Okay. Angelaufener Talisman. Macht es den Träger einfacher, Todesrettungswürfe zu bestehen. Oh, das klingt nice. Ist hier sonst noch irgendwas? Sonst ist hier gar nichts. Okay, wo geht's hier hin? Speichern mal ganz kurz. Wir schauen mal. Warte mal. Waren wir hier schon? Nee, waren wir noch nicht, ne? Okay. Hier Kadaver. Noch ein Tapper. Schweinelende, Schweinekopf. Da meinte ich,
Was ist das denn? Brief von Ette, Trank der Geschwindigkeit, das allsichtige Auge. Okay, die Briefe müssen wir auf jeden Fall lesen. Huch, jetzt bin ich rausgetappt. Ich wollte Tab drücken und nicht raustappen. Wir fangen erstmal mit dem an. Dieser Brief ist in eleganter Kursivschrift verfasst. Ette, die Geschäfte gehen schleppend, wie ich höre. Keine Bange, ich habe einen Auftrag für euch. Ein Kunde hat Baldur's Tor verlassen, ohne zu zahlen. Meine Agenten haben seine Spur beim Chino-Tag gefunden und sorgen dafür, dass er euch euer Gebiet kommt. Tut mit ihm, was ihr wollt. Im Gegenzug habe ich ein Mädchen, das euren Vorlieben entspricht. Ihre Mutter hat den Verstand verloren. Mein Kontakt hat ihr versichert, dass ihr helfen könnt. Ihr wird die übliche Route nehmen. Okay. Dieser unfertige Brief wurde in krakeliger Schrift verfasst und ist mit Tintenklecksen überzogen. Liebste Schwester, geht es dir gut, mein Herz? Ich kann kaum glauben, dass du einen Welpen entwischen hast lassen. Ich werde zutiefst beschämt, aber keine Sorge, meine Rotkappen haben das Kerlchen erwischt und lassen sich jetzt... Gott, ich kann schon wieder nicht lesen, Alter. Erwischt und lassen sich jetzt genüsslich Zeit mit ihm. Vor ein paar Nächten haben seine Schreie aufgehört. Aber das Schluchzen geht weiter. Er wird voller Reue sterben, ein Vetter hintergangen zu haben. Eine Mutter mit schwindendem Verstand. Du kennst mich ja so gut. Ich habe eine herzallerliebste Maske für sie. Du musst mich unbedingt besuchen. Interessant. So, oh, warte, wir gucken erstmal hier eine Weidentruhe. Eifersucht des Liebenden, Verachtung einer Mutter. Was ist das alles, Alter? Etwas Blut. Okay. Was ist er damit? Schmetterlinge, Baum, das sind alles irgendwelche. Irgendwelche Tränke. Schwere Truhe. Okay, geht als Glücksbringer. Gilt als Glücksbringer. Speichern mal ganz kurz hier. Hier noch irgendwas? Nee, wir gucken mal, was es hier mit auf sich hat. Mumenstecken. Achso, okay, das können wir einfach nehmen. Was ist das denn? Ein Kampfstab. Strahl der Übelkeit. Okay, klingt nicht schlecht. Jo, den nehmen wir. So, einen Pilzring, eisige Knolle, eitrige Knolle. Okay, was passiert jetzt wohl, wenn ich das hier berühre? Wir schauen mal. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Verstehe, verstehe. Coming? I know I should head home, but I can't bring myself to leave. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. Soll ich ihn mitnehmen? Oder wieder was? Ich kann wohl euren Mann wiederbeleben? Oh, echt? Können wir das? Okay. Holy shit. Da war ein Zauberstab gefunden. Ich kann aber irgendwann wiederbeleben. War das jetzt nur ein Joke? Oder können wir das wirklich? What? Doch ein Scherz, oder? You feel a surge of power from the wand. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. Bring it back! Bring Connor back! Please! Oh, shit.
Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir probieren es mal aus. Oh shit. What's happening? Why is he still dead? Das ist eine gute Frage, was ich da getan habe. You feel something pull at you. The creature yearns for a master. Oha. Holy shit. What have you done to him? Die Fette hält also ihr Versprechen. Das kann wohl niemals einfach sein, was? Keine Bange. Wir können ihn jederzeit wieder begraben. No! Don't put him in the ground. He is afraid of the dark. I'll do it. I'll take him. Ob das so eine gute Idee ist? Der Mann ist fort. Dieses Ding ist nur ein Monster. You don't know that. He could still be in there. And I gotta try. Maybe someone in Baldur's Gate can help us. Connor always said you can find anything in that city. I'll figure something out. Come on, love. Let's go. Holy shit. Perhaps using Ethel's wand wasn't the best idea. Oh, ja. The milk's already spilled. Vielleicht hätten wir das in der Tat nicht tun sollen. Naja, ich bin gespannt. So, Grabmarkierung. Hier liegt Connor, beloved husband and a tasty little morsel to boot. Okay. Na gut. Schauen wir mal, was das für Auswirkungen noch hat, dass wir den jetzt wiederbelebt haben. Wo der Fuck habe ich überhaupt diesen Zauberstab her? Talisman. Das geben wir mal ihr. Was haben wir denn hier? Einen Kampfstab. Okay. Was kann das? Schutz vor Gut und Böse. Auf jeden Fall interessante Sachen gefunden. So viel steht fest. So, hätte ich ja die ganze Bude in Ruhe auseinandernehmen können. Oh, das ist noch ein Trank mit Sprechen der Tiere. Das nehmen wir noch mit. Okay, ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz da runter gucken. Hier können wir auch noch mal ein bisschen rumlooten. Vielleicht haben wir was übersehen. Nein, haben wir nicht. Verrottender Korb. Okay, bla bla bla. Hier können wir noch mal reinschauen. Begegnung mit dem bösen Fetteln. Oh, das nehmen wir mal ganz kurz mit. Wir gehen noch mal zu dem Jutesack. Das will ich mal gleich lesen. Haben wir hier noch Schönes? Ah, ne, danke. Kein Interesse an der verrottenden Tomate. Das sieht schon besser aus. Ja, ich meine, so ein Ding kann man ja auch immer mal gebrauchen. So, warte mal, das müssen wir mal ganz kurz hier lesen. Ein Auszug aus Begegnungen mit dem bösen Vetteln. Zu lang ist es her, werter Leser, dass wir beisammen saßen. Ich wünschte, das läge daran, dass ich auf Reisen war, um weitere Kniffe und Ratschläge für den Umgang mit dem Bösen für euch zu sammeln. Leider ist dem jedoch nicht so, denn ich fiel einer grünen Vettel zum Opfer. Sorgt euch nicht, ich bin am Leben und wohlauf. Doch ich habe die letzten 2 Jahre in ihren Diensten verbracht. Eines Tages werde ich berichten, was in dieser dunklen Zelle geschehen ist.
Auch dieser Tag ist noch nicht gekommen. Stattdessen möchte ich euch warnen. Wir haben schon zuvor über Vetteln gesprochen. Nachtvetteln, Seevetteln, grüne Vetteln. Darüber, dass mit ihnen nicht zu scherzen ist. Doch trotz all meiner Forschung hatte ich nie wirklich begriffen, was es heißt, tatsächlich einer Vette zu begegnen. Vetteln sind böse Wesen, die ihre Opfer durch Magie täuschen, Illusionen und sogar Erpressung ködern. Das war mir bekannt. Ich habe es euch, werter Leser, oft genug eingebläut. Doch ich wusste nicht um ihren Charme und um ihren Reiz. Ich wusste nicht, dass ich sie schon bald lieben würde. Dass ich den Wunsch verspüren würde, ihr zu gefallen. Sie wickelte mich ein, führte mich mit einem kühnsten Träumen. Ich hielt mich für listig, glaubte, ich könnte sie übertölpeln. Ich habe einmal über ein Glaberezu triumphiert. Da würde ich doch wohl mit einem grünen Vettel fertig werden. Und sie ließ es mich glauben, und dann ließ sie ihre Falle zuschnappen. Vetteln finden Freude am Leid anderer. Sie lieben es, jenen in ihrer Obhut auf neue, einfallsreiche Art zu peinigen. Und auch wenn ich entkommen bin, lebe ich in der ständigen Furcht, dass entweder sie oder eine ihrer Schwestern mich holen kommen. Denn ein Vetteln-Zirkel lässt auch nicht die kleinste Beleidigung ungestraft. Ich nehme an, wir bekommen mächtig Ärger irgendwann. Und so widerrufe ich meine früheren Ratschläge für den Umgang mit Vetteln, meine Empfehlung, sich auf kluge Worte und listige Täuschungen zu verlegen. Stattdessen rate ich euch dringend, solltet ihr einer Vette begegnen, lauft und betet, dass sie euch nicht verfolgt. Okay. Ich nehme an, das wird noch Konsequenzen für uns haben. Aber naja gut, was soll's. Ich meine, wir haben sie platt gemacht. Was will sie schon tun? Sie und ihre Schwestern. Tee. Ich schau mal hier rein. Ich will mal ganz kurz hier runterschauen. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Können wir jetzt mit ihm sprechen? Oh, er ist wieder. Die sind alle wieder am Start. Nice. Very well. Oh, my head. Oh no. No! Why ain't I petrified? Hm. Die Vette ist tot. How am I still breathing? I've the bite. Was genau ist der Biss? Der Zwerg, der Biss ist eine schreckliche Krankheit. Ich verstehe, warum ihr zur Vette gegangen seid. It was that or die covered in my own insides. It's why she petrified me to stop the spread. I was on death's door. But now I feel great. Das ist doch nice. Wir haben ihn gerettet. Arkane Kunde sollte wir eigentlich gut drin sein. Arkane Kunde, nach Überresten der Vette-Magie suchen. Rune 15, wir brauchen hier ein bisschen Bonus. Komm. Nice. He detects traces of decaying magic within him. Likely the cause of his disease. But that doesn't make a lick of sense. The bite ain't magical. Sie war das vielleicht. Unless that double-crossing, filthy, lying hag. She made me sick and then trapped me in stone for kicks. Wie lange wart ihr so gefangen? I don't know. Days. Years. My kids were only babes when I left. The stones know how old they are now. Hoffentlich sind sie schon größer. Kinder sind widerlich. Ah, holy shit. Zwerg, aber jetzt habt ihr noch viele Jahre vor euch. True. And I don't plan to waste a moment more. I ain't got no way to repay you. Keine Sorge. Keine Sorge.
Ich habe nicht bloß wegen einer Belohnung geholfen. Das stimmt in dem Fall, weil dieser Alte wirklich ätzend war. No. What you've done for me and mine today won't be forgotten. Thank you. Gar kein Problem, Kollege. My dearest Ephraim, he begged me to halt the deadly disease that ravaged him. Den können wir aber nicht mehr retten. Wie sieht's jetzt mit ihm aus? Ist er auch nochmal drauf jetzt wieder? Schauen wir mal, Lorin. Ist der Hack gone? Ja, na klar. Wir haben sie umgebracht. Tell me she's gone. Oh, please. Sie ist tot, ihr seid jetzt sicher. She burned in the nine hells. The things she did. Things she made me do. Vile. Disgusting. Good gods. You're the one. The mind flayer. Ja, ja, beruhig dich mal. Das will ich verhindern. Seht ihr es immer noch? No. The hag's gift is gone, but it's going to happen. Soon. Was passiert bald? I saw you screaming, covered in your own insides as that thing bursts out of your skull. You change, skin ripping from your body, and then you butcher everyone. Everyone around you. Beschreibt es genauer, wann soll das passieren? I don't know. Could be a 10-day. Could be any moment. Okay. I can't do this. You're too dangerous. I'm sorry. Okay, wo will er jetzt hin? Sanduhr. My gentle Lauren. He wished to know what was to come. Let's have a look at myself. Nee, grad nicht. So, können wir mit ihr noch irgendwas machen? Können wir sie vielleicht heilen? Stillstand. My darling Magrim. She wished for the mind of a genius, but the silly head crushed me. Okay, warte mal. A long way to go still. Können wir Person bezaubern? Nee. Hatten wir nicht noch irgend so einen Special-Zauber? No one back home will ever believe this. Is that blood? No, never mind. What's the story? I wonder what the next move is. Eine Heilung bringt auch nichts, ne? Have a look at my mind and, well, oh, warte mal, wir können ja mit Toten sprechen, ne? Wonder if the gods are watching me. Warte mal ganz kurz, das müssen wir gleich mal testen. Oh ja, hier. Good idea, I think. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. The corpse regards you lifelessly. Warum habt ihr die Fette aufgesucht? My family took her. My baby girl. Pretending she never existed. Told Ethel never wanted to see them. She took my eyes. Warum hat eure Familie euer Kind genommen? They didn't like me having something they couldn't touch. Doesn't matter. Nothing matters. Okay, okay. Soll ich etwas über diesen Ort wissen? Okay, lauft weg. Okay, ist klar.
Gut, ich hätte ja gerne noch gewusst, ob ich der irgendwie helfen kann, aber ich glaube nicht. Kann ich hier noch irgendwas machen? Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich dieses Ding aufsetze? Okay, gar nichts passiert. Na gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier wieder raus, was? Hier ist ja jetzt nichts mehr. Wir haben ihn gerettet. Wir können auch mal hier reingehen. Schauen, wo er jetzt hin ist. Er ist ja hier irgendwie abgehauen, aber gut, er ist... Oh, wir können hier nochmal durchgehen. Theoretisch. Aber eigentlich sollten wir jetzt hier ja nichts weiter finden. Oh, wir könnten nochmal mit Toten sprechen. Ne, können wir nicht mehr, weil wir es schon benutzt haben. Okay. Gehen wir mal kurz hier rüber. Auch mal schauen, ob ich jetzt hier irgendwas finde, wo ich vorher nicht so hin konnte. Hier runter. Ja, ja, der Place is trapped. Ich weiß doch. Nicht reinlaufen. Einfach ausweichen. Danke. Ich schaff das. Nee, ist gar nicht. Okay. Nö. Können wir hier irgendwie hinspringen? Warte mal. Ungültiges Ziel. Okay, können wir nicht hinspringen. Schade. Hätte sein können, dass da was hinter ist. Hier irgendwas? Nee. Okay, hier ist tatsächlich nichts. Dann gehen wir doch wieder raus. Oh, wir könnten noch mal, warte mal. Ne, da können wir auch nicht hin, ne? Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwo hinspringen können? Ne, okay. Ne, okay, dann gehen wir hier raus. Gehen wir hier raus und hier hoch. Und hauen rein, würde ich sagen. Okay, den Brunnen kann man jetzt immer noch benutzen. Aber der ist ja bestimmt immer noch gut vergiftet. So nehme ich zumindest an. Okay, okay, okay. Ich will noch mal ganz kurz zu ihm. Er jetzt sagt, vielleicht sagt er noch irgendwas. You tracked me down again, my friend. Would that I had as much luck with the beast I'm hunting. Hat er irgendwas Besonderes? Nö, leere Trinkflasche. Schlaftrank. Verlorene Zeit, Steinherz. Ja, das sind interessante Sachen. Okay. Gut. Oh, warte mal, wir könnten. Alright. Time to see what new horrors waiting for us. Mal kurz mit dem quatschen. I've known people who are hungry for power, but Gale takes it a bit too literally for my liking. I wonder how he does it.
why he does it. I'm sure all will be revealed in time, but I don't like it. A waste of perfectly good treasure. Das stimmt. Wie genau wird man zum Vampir? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Berechtigte Frage. Trust me, it doesn't happen. Dieser Monsterjäger, den wir im Sumpf getroffen haben, er ist hinter euch her, nicht wahr? So it would seem. Hopefully he bumps into some gnolls while stumbling around at night, and that's the last we hear from him. Aber warum hat er euch gejagt? Was habt ihr getan? I didn't do anything. I was kidnapped, just like you. It seems Cazador wants me back. Wer ist dieser Cazador genau? Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. It was him, I'm sure. Only he would know to send the Gur after me. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died had Cazador not appeared. Sehe schon, wir machen uns hier mächtige Feinde. Erst diese Fette, jetzt irgendein Vampirfürst. Ihr könnt nicht jeden Würfel, die fand ich mal, dass ich zugestoßen. Warum schickt er einen nach euch, um nach jener Nacht zu erinnern? Warum dient ein Monsterjäger Cazador? Er ist ein Vampir. Warum schickt er einen nach euch? Um euch an jede Nacht zu erinnern? Perhaps. He probably thought it was funny. But more likely, he's trying to send me a message. He's reminding me of his power. Even in the middle of nowhere, he can reach me. And he wants me back. Keine Sorge, bei mir seid ihr in Sicherheit. Safe! You think I'm safe? Do you know the power a vampire lord possesses? Den machen wir kalt. He can change shape, turn into mist, call wolves to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. Ach. He'll walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Das wird schon. Vampire sind nicht unbesiegbar, wir können ihn töten. You don't understand. You don't know him. Just trust me when I say we need to be careful. He'll send more lackeys. He has plenty of souls to command. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Okay, das wissen wir eigentlich alles schon mittlerweile. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. Fraglich. They won't ever control me again. Okay, weggehen.
Schattenherz. So, Gale just consumes magical items like I do wine. We truly are a group apart. Mhm. Nevertheless, as quirks go, that's a new one for me. Er verschweigt mir etwas, ich bin mir sicher. I don't know what you mean. Vergesst es. Ach, dann mein Gay damit. Ich will sie ja gar nicht angreifen. Fine. What's on your mind? I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Hm. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Okay, weggehen. Karlach, hier springen wir noch kurz. Soldier. Klingt, als bräuchten wir nur etwas infernalisches Eisen, um eure Maschine zu reparieren. Ich hoffe, Damon ist so gut, wie er scheint. Once my engines handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Wie kommt es, dass ihr eine solche Vorrichtung in der Brust tragt? The year, Tenir. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Ja, gut, sie können bestimmt einige Storys erzählen, wenn sie 10 Jahre in irgendwelchen Höllen irgendwelche Teufel getötet hat. Was ist nach eurer Expertenmeinung die beste Methode, einen Teufel zu töten? Ne, ihr habt einen Boss erwähnt, der euch Zari überlassen hat. Wer war das? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Yeah. Was ist nach eurer Expertenmeinung die beste Methode, einen Teufel zu töten? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Hm. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Was macht diese infernalische Maschine mit euch? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Wir können eine Münze reinwerfen, ne? Das habe ich noch gar nicht probiert. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Wie war es? Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Oh well. Can't have it all, can you? Not today, at least.
Okay. Gut, 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 gut. Warte mal. Wir können ja mit Toten reden, aber mit ihm nicht, oder was? Warum nicht? Ah, doch, können wir. So. Was hat er denn zu sagen? Wer seid ihr? Habt ihr Familie? Wer hat euch getötet? Das denke ich mir auch. Das war der von dem Brief von vorhin. Habt ihr eure Schwester gefunden? Okay, okay. Wir gehen mal weg. Gut. Wo sind wir denn gerade kartentechnisch nochmal? Wir haben das jetzt quasi fertig erkundet, ne? Kann man hier noch rüber? Nicht so schnell reinzoomen. Frage ist, ob man hier noch hin kann. Das wäre ja mal interessant herauszufinden. Gehen mal hier hin. Dann schauen wir noch mal ganz kurz nach, ob ich da irgendwie rüberspringen kann. Aua. Perfekt, ich bin wieder voll reingelaufen. Ein Traum. Boah, das müssen wir doch easy schaffen, hier rüber zu springen. Hier ist doch, gibt's da noch irgendwas zu holen. Geht's euch gut da hinten? Macht mir jetzt nicht schlapp. Speichern mal ganz kurz. Sicher ist sicher. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, okay, okay. Ich sehe schon, hier geht noch irgendwas ab. Wir hüpfen mal ganz kurz nochmal zurück. Und ganz kurz hier vorher umschauen. Nämlich noch eine Kiste. Okay, ein Seil. Ist jetzt nicht so spannend. Okay, okay. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu uns zu entdecken. Dann hüpfen wir nochmal hier rüber. Gehen nochmal ein Stück weiter. Und nehmen die Schleichposition ein. Alle bitte. Okay, gut. Dann sind wir halt direkt im Kampf. Ich wollte mich eigentlich noch mal ein bisschen anschleichen. Holzweit. Was ist das denn? Untersuchen. Das sind so Herr der Ringe, endsmäßige. Pflanze. Regeneration. Okay, na das könnte aber spannend werden. Das sind auch einige, ne? Aber die haben zum Glück nicht so viel Leben. Oh, schauen wir mal. Okay, ja, ich würde sagen, wir speichern hier. Und kümmern uns um diese Schlammefieten und Holzweide in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.